Ich freue mich sehr heute, Andreas Steppuhn hier von der SPD. Und jetzt sagen Sie mir alles nochmal, alle Funktionen, das war mir schon im Vorgespräch jetzt zu viel, was Sie alles in Ihrer Fraktion machen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Andreas Steppuhn. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender unserer Landtagsfraktion und zuständig für den Bereich Arbeitsmarkt und Soziales und auch gegen Rechtsextremismus. Ich könnte jetzt noch ein paar Themen weiter mehr aufzählen, aber das lasse ich jetzt lieber. Und ich bin natürlich auch mit meiner Kollegin zusammen für die Jugendpolitik zuständig. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können für das Projekt von Wegen Anders, der evangelischen Trägergruppe. Und wir steigen gleich mal ein. Ja, wir haben im Vorfeld gerade eben festgestellt, es ist zum Teil schwere Kost. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie sind für das Thema Rechtsextremismus zuständig. Dann starte ich gleich mal mit der ersten Frage. Wie sieht es denn aus mit den Einstellungen junger Menschen? Also ich erlebe das immer wieder in der Förderpolitik, dass mir gesagt wird, ach, du machst politische Jugendbildung in Ostdeutschland, das ist toll, die brauchen das, ne? Sie sind alle rechtsextrem. Das ist sicherlich ein Stereotyp. Und gleichzeitig ist ja doch ein bisschen der Eindruck da, dass Vielfalt in Ostdeutschland noch schwerer zu leben ist. Wie schätzen Sie denn insbesondere mit Blick auf die junge Generation ein, was die so für Meinungen haben, das Meinungsspektrum, welche politischen Einstellungen, glauben Sie, gibt es dort? Also wir haben ja, damit fange ich vielleicht an, 2016 ein sehr schwieriges Wahlergebnis bekommen mit einer sehr starken AfD. Und wenn man dort also auch die Wählerschaft dann mal untersucht, dann stellt man schon fest, dass insbesondere viele junge Menschen, auch insbesondere also auch junge Erwachsene, also die AfD offensichtlich dann also auch gewählt haben. Und jetzt kann man also nicht sagen, die sind alle rechtsextremistisch, weil sie AfD dann also auch gewählt haben. Aber wir haben schon also auch in Ostdeutschland und auch in Sachsen-Anhalt ein Problem mit Rechtsextremismus. Das zeigen zum Beispiel also auch Straftaten. Das heißt, wie würden Sie das einschätzen? Geht ja hier ein Stück weit um Ostdeutschland und Westdeutschland. Glauben Sie, dass junge Menschen im Osten zum größeren Prozentsatz zu rechtsextremen Positionen tendieren oder zu rechtspopulistischen? Oder ist das ein zufälliges Wahlergebnis, eine Protestwahl? Also wenn man das Wahlergebnis nimmt, und wir haben ja in diesem Jahr wieder Wahlen, und wenn man also auch weiß, dass also auch viele Menschen sich dann also auch in dem Bereich also auch von Rechtsextremismus dann also auch bewegen, glaube ich, haben wir schon ein Problem, was sich also größer darstellt als in Westdeutschland. Aber es ist nicht nur ein ostdeutsches Problem. Ich fand das spannend. Ich habe auch mit Miteinander geredet und also nein, ich habe eigentlich mit Pascal Begrich und Nicole Anger vom Landeshilfeausschuss gesprochen. Aber Pascal Begrich ist ja auch bei Miteinander und der hat sehr deutlich gesagt, dass er glaubt, das ist gar nicht so das Problem der Jugendlichen, sondern eigentlich der mittleren Generation. Aus seinen Erfahrungen sind es eher die 30- bis 50-Jährigen und zum Teil nehmen das die jungen Menschen dann mit. Würden Sie das teilen? Also auch die Menschen, die jetzt vielleicht junge Menschen sind, die nicht mehr im Jugendalter sind, sind ja dann also auch der Jugend dann also auch erwachsen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit also auch schon ein Problem, dass also auch die damalige junge Generation vor 10, 15 Jahren, als die jugendlich waren, also auch wenig Perspektiven gehabt haben, was Ausbildung und Arbeitsplatz dann also auch angeht. Und von daher teile ich also auch die Auffassung von Herrn Begrich, also dass es auch im Prinzip die jungen Erwachsenen sind, die jetzt also auch in die mittlere Generation also auch hereinwachsen, die insbesondere also auch vielleicht aufgrund fehlender Perspektiven oder weil sie meinen, dass sie zu kurz gekommen sind, dann also auch ja sehr aufgeschlossen darüber waren, also dass so eine Partei wie die AfD entstanden ist. Und was meinen Sie, jetzt lässt sich das durch politische Bildung beheben? Also ich komme jetzt aus der politischen Jugendbildung und würde gerne hören, dass Sie sagen, na toll, super toll, was Sie machen und das wird bestimmt was bringen. Könnte ja auch sagen, wir haben relativ viel eine Landeszentrale für politische Bildung, wir haben so Stellen wie meine und dass die AfD gewählt worden ist, zeigt ja, dass es eigentlich nicht erfolgreich ist. Oder was sind Strategien politischer Jugendbildung? Wie könnte man da vorgehen? Also, um das Stichwort nochmal aufzugreifen, also wir unterstützen ja auch als Sozialdemokraten insbesondere also auch die Arbeit, also auch von Miteinander, aber auch der Landeszentrale für politische Bildung. Und wir wollen also auch das Bildungsfreistellungsgesetz, also auch für die Erwachsenenbildung, wollen wir also auch trotz Widerstände zum Beispiel auch von der CDU also auch noch weiter verbessern. Also ich glaube, politische Bildung ist schon also auch der Schlüssel, also auch ein Stück weit also auch die Demokratie zu stärken in unserem Land.
Okay, dann gucken wir uns mal an, wie Jugendliche so leben. Da geht es ja, also ein wichtiges Thema, was immer wieder diskutiert wird, ist, wie viel können sie mitbestimmen, ja? Wie viel Beteiligung gibt es sozusagen an Gestaltungsprozessen? Da ist ja in Sachsen-Anhalt im letzten Jahr einiges, in der letzten Legislatur einiges passiert. Das ist das Landeszentrum Jugend und Kommune gegründet worden. Es gab ein jugendpolitisches Programm in den in der Kommunalverfassungsordnung ist eingeführt. Das ist eine Sollparagraf immerhin. Ist das was, wo wir jetzt auf einem guten Weg sind und können wir das so lassen oder was folgt daraus? Also Sie haben es ja selber angesprochen. Also wir haben also vieles politisch auf den Weg gebracht, aber das muss natürlich auch mit Leben erfüllt werden. Ich bin selbst also auch in dem Beirat von Jugend, das Kompetenzzentrum für Jugend und Kommune. Und da ist zum Beispiel also es gut, wenn wir also auch dadurch Anreize schaffen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass also auch Beteiligung auch stattfindet, also auch in den Kommunen. Und da gibt es Möglichkeiten, Kommunalparlamente dann also auch zu schaffen. Es gibt also Möglichkeiten, also auch Veranstaltungen dann auch zu machen. Und ich glaube, man kann in dem Bereich also nicht genug tun, aber wir müssen sehen, bei all dem, was wir zum Beispiel auch an Förderprogrammen auflegen, auch im Bereich der Engagementförderung, dass das also auch in den Kommunen auch entsprechend ankommt. Und da haben wir insbesondere also auch im ländlichen Raum ein größeres Problem als vielleicht in den größeren Städten. Was meinen Sie, was ist das größere Problem im ländlichen Raum oder woran liegt das? Also im ländlichen Raum gibt es natürlich, also da sind viele junge Menschen sind dort zum Beispiel also ja auch abgewandert oder so. Im Gegensatz haben wir also wenig Zuwanderung. Die Wege sind dann also auch weiter. Also auch Freizeitangebote, die konzipiert werden, sind nicht so einfach dann also auch erreichbar. Und deshalb also fühlt man sich unter Umständen da auch sehr schnell also auch abgehängt. Aber wir wollen ganz speziell auch mit Angeboten den ländlichen Raum dann auch erreichen. Und jetzt gerade während Corona haben wir auch erlebt, wie wichtig auch Digitalisierung ist, dass man auch an Angeboten also auch teilnehmen kann, partizipieren kann. Also ich glaube, wir haben da noch eine Menge zu tun und müssen auch die Menschen erreichen, dass wir sie also auch entsprechend mitnehmen können. Ich denke jetzt gerade, Sie sagten es ja, wir hatten große Abwanderung in Sachsen-Anhalt, die ist ein bisschen gestoppt, aber uns fehlen ja die jungen Menschen trotzdem, weil auch schon die älteren Generationen letztlich fehlt. Also wenn ich hier im ländlichen Raum gucke, oder Wittenberg ist ja noch nicht noch kleinstädtischer oder mittelstädtischer Raum, aber auch in den ländlichen Räumen gucke, dann sehe ich, dass es einen Überhang an alten Menschen gibt, also an älteren Menschen. Also wenn es hier Beteiligungsprojekte gibt, dann bin ich schon relativ jung. Und wenn ich noch eine Frau wäre, dann würde ich auffallen. Also es sind vor allem alte Männer, die sich da beteiligen. Ich kann da auch ehrlicherweise keinen jungen Menschen hinschicken. Also wenn da schon 50 alte Menschen sind und so viele junge Menschen finde ich gar nicht auf die Schnelle, die jetzt in einer Region zu einem Thema was machen. Gibt es da Ideen, wie man damit umgeht, dass man diesen, ne, also wenn ich die Statistiken gucke, sind wir, glaube ich, eins der Länder mit der geringsten Jugendquote in Deutschland. Wie gibt es da Ausgleichsideen, was man da machen könnte, damit Jugendliche sich da auch gleichberechtigt beteiligen können? Also man muss ja sehen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, insbesondere nicht in den letzten 10 Jahren, sondern in 20 Jahren davor. Da sind ja viele junge Menschen abgewandert, also auch in die westlichen Bundesländer, weil es da besser war, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Da war es besser möglich, also auch Studienplätze zu geben. Das hat sich in den letzten Jahren also etwas umgekehrt. Aber wir haben natürlich also viele junge Menschen, die gerade aus dem ländlichen Raum abgewandert sind. Dann also auch gerade, wenn ich so Richtung Niedersachsen denke, da ist ja vieles dann also auch passiert. Und im Gegenteil haben wir also kaum Zuwanderung dann also auch gehabt von jungen Menschen, also von der anderen Seite dann also auch her. Und das stellt sich in den großen Städten anders dar, weil dort Studienstandorte da sind. Wir merken das zum Beispiel auch als Partei. Also bei den Jusos, bei den Jungsozialisten, da ist es relativ einfach, sich dann also auch in Halle oder Magdeburg zu engagieren, weil es da Strukturen gibt. Aber uns fehlen natürlich und den Parteien auch insgesamt, also auch jugendpolitische Strukturen, auch im ländlichen Raum. Und da ist es natürlich auch unser Ziel, das also auch zu stärken. Und das setzt sich ja fort in der Jugendverbandsarbeit bis hin also auch zur Gewerkschaftsjugend, alles, was es in diesem Bereich dann also auch gibt. Und auch Kirchen haben, glaube ich, ähnliche Probleme. Und deshalb, glaube ich, muss man das Augenmerk schon also auch auf den ländlichen Raum richten und da schauen, wie man das entsprechend dann also auch stärken kann. Und das geht natürlich über Angebote, sowohl in der Freizeit als also auch in der Bildungsarbeit. Und diese Angebote müssen natürlich vorgehalten werden, auch wenn sie vielleicht nicht gleich sofort angenommen werden. Ist ja eine gute Frage jetzt. Woran liegt es, also Jugendliche sind ja da, ne? Und wir haben auch ein bisschen gibt es ja auch, ein paar Angebote gibt es ja auch.
Woran liegt das, dass die dann zu wenig angenommen wird? Woran liegt das, dass Sie als, Sie beschreiben es ja selber und ich erlebe es ja auch so, dass Parteien, gerade Jugendorganisationen von Parteien, echt Mühe haben, was aufzubauen. Und es ist immer wieder gut, man ist in der Jugendarbeit normal, dass man immer wieder neu anfangen muss, weil die Leute dann nicht mehr Jugendliche sind. Aber es ist schon, ich habe das Gefühl, das ist ein harter Aufbau, auch selbst in einem Kreis, selbst in so einer Stadt wie Wittenberg. Ist es eine Frage von Geld, was da fehlt? Ist es eine Frage von Fachkräften, die da fehlen? Oder was fehlt da? Also auch wenn es schon eine Weile her ist, ich selber komme ja also auch aus der gewerkschaftlichen Jugendarbeit und habe das, was Sie jetzt schildern, auch immer wieder erlebt. Man muss natürlich immer wieder neu aufbauen. Man muss also auch Ansatzpunkte dann also auch haben, dass man also neue junge Leute dann also auch dazu bekommt. Und natürlich müssen auch Menschen da sein, also auch Fachkräfte, die letztendlich also auch dafür sorgen, dass es diese Angebote gibt. Also das also alleine über das Ehrenamt dann also auch hinzubekommen, das wird dann also auch nicht gelingen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass also auch dieses Kompetenzzentrum Jugend und Kommune also auch dort gegründet worden ist, dass wir ein jugendpolitisches Programm haben. Aber das kann natürlich nur mit Leben erfüllt werden, wenn wir also auch entsprechend Fachkräftestrukturen dann auch im Jugendbereich haben, die natürlich also auch bezahlt werden müssen. Das ist richtig. Und wie finden Sie die Finanzierung aktuell ausreichend? Also ich erlebe es ja jetzt, ich bin ja bundesfinanziert, da habe ich es natürlich ganz gut, da haben wir relativ stabile Bedingungen. Ich erlebe so viele Kollegen aus der Jugendarbeit, die aus Landesmitteln finanziert sind und dann vielleicht auch bei kleinen Trägern arbeiten, dass da nach wie vor Verträge manchmal jetzt auch 2- oder 3-Jahresverträge sind, einfach weil der Träger sich nicht sicher ist, ob die Landesfinanzierung gesichert ist, weil die Zuschüsse des Landes ja auch nur jährlich kommen. Könnte man ja sagen, okay, ist ja eigentlich eine Pflichtaufgabe der Kommunen, dass das Land überhaupt dazu zahlt, ist ja nett. Müsste es vielleicht gar nicht. Oder andererseits sind die Kommunen ja auch viele Kommunen ja auch immer kurz vor der Zwangsverwaltung und kurz vor der Pleite. Ist das ausreichend oder wie könnte es, oder vielleicht ist auch genug Geld da im System und man müsste es mal neu strukturieren? Also mein Eindruck ist, dass das gerade nicht so richtig erfolgversprechend eingesetzt wird. Also das teile ich durchaus, also weil man kann, glaube ich, in solchen Bereichen nie genug machen. Wir diskutieren das Thema ja auch im Landtag, auch im Sozialausschuss. Und wir haben natürlich immer das Problem, dass immer in Haushaltsjahren gedacht wird. Und dass das Geld immer nur in Haushaltsjahren bereitgestellt wird, bis hin also auch das, was also über den Europäischen Sozialfonds kommt. Wir haben das also auch im Bereich der Jugendsozialarbeit dann also auch erlebt, wo wir im Land uns bemüht haben, dass wir also auch diese Vakanzen, die aus Europa kamen, was die Finanzierung angeht, dass wir also versucht haben, das auch entsprechend auch auszugleichen. Und ich glaube, wir müssen da zu einer Verstetigung der Strukturen kommen und müssen also auch über Haushaltsjahre dann also auch hinausdenken. Da werden natürlich unsere Finanzpolitiker gleich sagen, das geht alles dann also auch nicht. Aber wer stabile Strukturen will, wer eine verstetigte Jugendarbeit haben will, also der muss sich da was anderes einfallen lassen. Das wäre natürlich für uns als Land einfacher, wenn wir die Kommunen damit mehr im Boot hätten. Und deshalb versuchen wir ja auch immer, also diese Förderprogramme, die wir stricken, immer so zu stricken, dass sie auch Anreiz bieten, für die Kommunen sich mitzubeteiligen. Aber ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Ist das, Sie sagen, das Land strickt Programme. Ist es nicht eigentlich Sache der Kommunen, das zu machen? Warum passiert das bei uns zu wenig in den Kommunen? Oder warum, wie viel? Also ich glaube, die meisten Kommunen haben ja einen höheren Anteil an Landesfinanzierung in der Jugendarbeit als eigene Mittel. Sind die Kommunen so schlecht aufgestellt? Müsste nicht eigentlich der kommunale Haushalt verbessert werden? Also das ist ja der alte Streit. Also die Kommunen streiten ja auch immer mit dem Land, also auch natürlich mit dem Bund, wer jetzt wie viel dann bekommt für seine Aufgaben. Aber wir haben natürlich nach wie vor, also auch in Sachsen-Anhalt wie in Gesamtostdeutschland, die Situation, dass wir also von unseren eigenen Steuereinnahmen nicht leben können, auf den Finanzausgleich des Bundes angewiesen sind. Und da sind die Mittel nun mal dann also auch begrenzt. Jetzt kommt also auch noch die Corona-Situation also auch dazu, die das nochmal erschwert. Aber ich bin zum Beispiel also sehr froh, dass also auch im letzten Jahr jetzt die Stiftung Engagementförderung gegründet worden ist, mit Sitz in Neustrelitz, wo aus meiner Sicht also auch Engagement auch im Jugendbereich gefördert werden kann. Da werden viele Mittel eingesetzt, jetzt im ersten Jahr, also insbesondere also auch im Bereich der Digitalisierung. Aber ich gebe Ihnen recht, also wir müssten eigentlich gerade für diese Aufgaben die Kommunen besser ausstatten. Und das geht natürlich also auch nur durch einen entsprechenden Finanzausgleich. Aber wir versuchen natürlich auch als Land auch selber Akzente zu setzen, damit also zumindest also auch Strukturen dann auch aufrechterhalten werden können.
Und ich sage mal, gerade unser Jugendministerium, was ja im Sozialministerium angesiedelt ist, ist da, glaube ich, also auch sehr engagiert. Aber dieser Streit, wie viel Geld wird also für diese Bereiche ausgegeben, der findet immer wieder dann also auch neu statt. Und ich würde mir auch wünschen, wir hätten eine verbesserte Situation. Und da streite ich gerne mit Ihnen gemeinsam. Jetzt sagen Sie, es wird schon viel ausgegeben und viel gemacht. Was haben Sie aus der letzten Legislatur, was wäre da Ihr Highlight? Vielleicht als erste Frage und als nächste Frage, was wäre dann das Desiderat oder der Wunsch für die nächste Legislatur, was in dem Feld unbedingt passieren müsste? Also ich glaube, wir müssen schon also auch die Jugendstruktur, und da meine ich auch die Fachkräfte, die dann finanziert werden, da müssen wir eine gewisse Verlässlichkeit und Verstetigung reinbringen, damit man nicht immer wieder Dinge in Frage stellt. Und wir haben jetzt, wie gesagt, Landtagswahlen, und bis zu einer Regierungsbildung muss man schon wieder über den nächsten Haushalt dann also auch reden. Also ich glaube, da muss man mehr Verlässlichkeit dann also auch hinbekommen. Also was ich aus der alten Legislaturperiode mitnehme, auch wenn das jetzt nicht die direkte Jugendarbeit, aber auch die Jugendarbeit angeht, ist, dass wir also auch die Jugendsozialarbeit also immer wieder also auch gerade gerettet haben, weil das also auch was aus von der EU kam, also nicht immer dann also auch verlässlich dann also auch gewesen ist. Und deshalb würde ich gerne auch weiter daran arbeiten, dass also auch die Finanzierung, die da notwendig ist, auch zukünftig da ist. Sie meinen, Sie sprechen wahrscheinlich auf die Schulsozialarbeit vor allem an, ne? Richtig, richtig. Das ist sozusagen das ja. was im Wesentlichen durch die EU-Mittel gesichert wurde. Richtig. Setzen Sie auch weiter auf EU-Mittel, oder wird es da perspektivisch auch andere Finanzierungsmöglichkeiten geben? Nein. Also uns ist klar, also wir können da nicht immer auf die EU warten. Es wird ja diese neue Förderperiode geben. Aber wir werden also auch die Schulsozialarbeit hier auch aus eigener Kraft sicherstellen müssen. Damals haben wir doch sozusagen eine Erfahrung aus der letzten Legislatur, die auch gleichzeitig ein Wunsch für die nächste ist. Sie haben Corona schon angesprochen und Sie auch mit der Digitalisierung unter anderem. Aber was wäre denn jetzt, wenn Sie so auf Corona gucken, ich habe das in vielen Bereichen, ist Corona ja so ein Brennglas und zeigt nochmal sehr deutlich die Defizite auf, aber manchmal auch Potenziale. Was ist Ihnen denn so aufgefallen, wenn Sie jetzt mal auf das Leben junger Menschen gucken oder vielleicht auch wirklich auf Jugendpolitik oder Beteiligungsmöglichkeiten? Was hat Corona da so für Sie gezeigt? Also zum Stichwort, also Corona, also zunächst mal hat die Digitalisierung also dort auch einen Schub bekommen und hat uns aber gleichzeitig die Grenzen also auch und die Defizite aufgezeigt, wo die Digitalisierung nicht funktioniert. Schulbildung hat ja jetzt oft dann also auch von zu Hause dann also auch stattgefunden. Und ich glaube, also wir müssen auch da sehen, dass wir also auch den jungen Menschen auch die Zugänge dann also auch ermöglichen. Und ich bin zum Beispiel auch ehrenamtlich, also auch bei den Tafeln im Land unterwegs. Und da hat sich also auch keiner vorstellen können, dass wir also auch jetzt mit den Tafeln digital kommunizieren oder Videokonferenzen dann also auch machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir also auch ausbauen müssen, weil auch das sichert also auch Beteiligung ab. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was für junge Menschen also auch für die Zukunft ganz wichtig ist, dass sie einfach teilhaben können, ohne vielleicht erstmal 50 Kilometer durch den ländlichen Raum zu fahren, um an einer Veranstaltung teilzunehmen. Deshalb ist, glaube ich, das Thema Digitalisierung schon etwas, was also auch an Bedeutung also auch gewonnen hat, also auch durch Corona. Aber haben wir da die Voraussetzung für die Digitalisierung? Also ich kenne ja immer noch ländliche Räume, wo gerade sozusagen ISDN-Kabel liegen oder zumindest, also das Glasfaserkabel ist noch weit und ist die Kupferleitung vielleicht gerade ausreichend. Oder es gibt ja auch diesen lustigen Funklochmelder. Ich bin mal von Cottbus nach Wittenberg gefahren. Ich habe dann hinterher gedacht, ich könnte eigentlich melden, ein Funkloch mit kurzzeitigen Unterbrechungen, wenn ich so durch den ländlichen Raum fahre. Also sind wir da gut genug ausgestattet? Nein, wir sind aber erheblich besser geworden. Und das Thema, dass wir also auch da für genügend Breitband sorgen und für genügend Glasfaser, ist ja auch eine politische Schwerpunktaufgabe. Und ich sage mal, junge Menschen, wenn sie heute in eine Wohnung im ländlichen Raum ziehen, fragen zuerst nach WLAN und ob da also auch die Digitalisierung dann also auch funktioniert. Sonst kriegt man gar keine Wohnung mehr im ländlichen Raum vermietet. Und deshalb glaube ich, also müssen wir auch in diese Bereiche also auch mehr investieren. Und ich habe vorhin zum Beispiel also auch die Stiftung Engagementförderung, Stiftung Engagement mit Sitz in Neustrelitz angesprochen, die zum Beispiel also auch Vereine und alle, die da unterwegs sind, also auch unterstützen dabei, Hardware dann auch anzuschaffen und so weiter.
Und also das sind alles Impulse, die gesetzt worden sind, aber auch da werden wir zwangsläufig noch besser werden müssen und auch mehr Ressourcen bereitstellen müssen. Das können wir mal in ein anderes Bundesland gucken. Es geht ja auch um Ostdeutschland in der Reihe und wir haben jetzt viel auf Sachsen-Anhalt geguckt. Weiß nicht, wie gut Sie den Blick haben auf die Nachbarbundesländer, also Thüringen oder Brandenburg oder Sachsen oder vielleicht auch Mecklenburg-Vorpommern, also mal abgesehen von der Stiftung, der Engagementstiftung, die Sie schon erwähnten. Gibt es ein Beispiel von Jugendpolitik aus einem der Nachbarbundesländer, wo Sie sagen, wenn ich das entscheiden könnte, das würde ich übernehmen? Also ich weiß, dass es also auch in Brandenburg sehr gute Ansätze dann auch gibt und sicherlich auch in einigen Bereichen, also auch von Sachsen und Thüringen, die also ich aber jetzt also auch nur aus der Ferne dann also auch kenne. Aber letztendlich ist das auch überall geschaffen worden, indem man Ressourcen investiert hat und indem man zum Beispiel auch Fachkräfte zur Verfügung gestellt hat. Da ist also auch nichts von alleine entstanden. Und von daher ist es, glaube ich, der Schlüssel dafür, dass wir also auch in vielen Bereichen weiter vorankommen, dass auch die Ressourcen da sind. Dann ist ein Thema, was junge Menschen ja sehr bewegt hat, also, oder zumindest eine Gruppe junger Menschen auch sichtbar bewegt hat, ist die Frage des Klimawandels. Also wir hatten ja diese großen Fridays for Futures-Demonstrationen, die sind natürlich auch da merken wir natürlich, dass wir in Sachsen-Anhalt eher ländlicher Raum sind, die sind in den Städten viel stärker gewesen. Also auch die haben ja ein ähnliches Mobilisierungsproblem, wie wir es gerade auch für Parteien vorgestellt haben. Also in Wittenberg waren das nie mehr als 150 Leute und wahrscheinlich nur maximal 70 Jugendliche. Und das ist nicht vergleichbar mit Berlin und auch nicht vergleichbar mit Halle und Magdeburg. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Thema, glaube ich, was viele junge Menschen bewegt, weil das ja auch schon mit einer gewissen Angst einhergeht. Können wir als Land, kann das Land Sachsen-Anhalt da jetzt im Sinne von Generationengerechtigkeit, wo leistet es einen Beitrag, dass der Klimawandel vielleicht doch noch wenigstens ein Stück weit gestoppt wird und es gute Überlebensperspektiven für junge Menschen gibt? Also mal unabhängig von Corona, glaube ich, ist also das Thema, also Klimawandel, ist also ein großes Thema und nicht umsonst hat die SPD ja auch im Bundeswahlprogramm das Thema jetzt ganz groß geschrieben. Und wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass junge Menschen natürlich auch die Parteien wählen, die sich also auch gegen den Klimawandel dann also auch stemmen, die dort etwas dann also auch tun. Und von daher glaube ich, ist das also auch ein Thema, dem sich alle Parteien stellen müssen. Und wir müssen da also auch auf die jungen Menschen dann also auch zugehen. Also das Thema ist, glaube ich, also gerade bei uns Sozialdemokraten also auch angekommen und also auch hier in Sachsen-Anhalt. Und wir haben uns also sehr bemüht, auch mit den jungen Menschen, also auch Fridays for Future, auch ins Gespräch zu kommen. Und Sie haben es natürlich angesprochen, also es hat bei uns nicht die Bewegung, wie das in den Großstädten also auch der Fall ist, aber dennoch ist es ein Thema, das sehen wir alleine an Wahlergebnissen. Aber was wären denn jetzt Maßnahmen, die man als Land machen könnte? Also wo Also, hat das Land überhaupt Entscheidungsmöglichkeiten? Wo kann ja. das Land Einfluss nehmen auf solche Fragen? Also ich denke mal, ist zum Beispiel die Frage, wie werden öffentliche Verkehrsmittel genutzt? Wie schließen wir also auch den öffentlichen Raum, also mit Busverbindungen und Bahnverbindungen dann also auch auf? Wir haben zum Beispiel jetzt gerade also auch das sogenannte Azubi-Ticket also auch in Sachsen-Anhalt eingeführt, wo wir also auch das fördern wollen, wenn junge Menschen zum Ausbildungsplatz oder zur Berufsschule oder auch in der Freizeit, es gilt auch in der Freizeit, öffentliche Verkehrsmittel nutzen und eben nicht das Auto dann also auch nutzen. Und sowas hat natürlich nur Sinn, wenn also auch die entsprechenden Busverbindungen also auch da sind. Und wir wissen auch, dass wir da Defizite haben, also auch im ländlichen Raum, dass in manchem Dorf gar kein Bus mehr abfährt. Und deshalb glaube ich, ist das also ein ganz wichtiges Thema, sowohl also für Mobilität zu sorgen, aber gleichzeitig das Klima zu schützen. Also Mobilität ist sicherlich ein wichtiges Thema, gerade auch also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber gibt es da Konzepte? Also wenn ich das sehe, bei uns fährt ja, also selbst in Wittenberg fährt ja der große Bus oft zu normalen Zeiten auch bloß mit zwei, drei Leuten im Bus rum. Also wir haben in der Stadt ja haben wir den Verkehr noch. Außerhalb der Stadt wird es extrem schwierig. Also wie ich aufs in den ländlichen Raum will, muss man da nicht auch nochmal neue Konzepte sich überlegen? Gibt es da Ideen, wie Mobilität organisiert werden kann für ländliche Räume? Also ich kann mir nicht Also, vorstellen, dass der Bus jede Stunde ne? Nein. der 10 von 12 Bussen leer fährt. Das kann ja auch nicht das Konzept sein. Nein. Aber wir wissen ja, dass zum Teil also auch in manchen Dörfern noch nicht mal mehr ein Einkaufsladen vorhanden ist oder kein Arzt vorhanden ist oder so. Deshalb brauchen wir da eine gewisse Grundmobilität und es müssen ja nicht immer große Busse sein.
Es können auch kleine Rufbusse sein. Und wenn man die also auch noch umweltfreundlich ausstattet, wir reden jetzt viel also auch über Wasserstoff. Wir wollen also auch ein Modellprojekt mit der Harzer Schmalspurbahn machen, dass dort also auch Wasserstoff dann also auf gewissen Linien dann also auch genutzt werden. Und deshalb, glaube ich, muss man also auch sehr viel, also auch was man überhaupt also auch was Mobilität und Verkehrspolitik andenkt, dass man da also auch wirklich also auch von vornherein sagt, dies kann nur funktionieren, also auch mit alternativen und regenerativen Energien und nicht mehr mit herkömmlichen Benzinkutschen. Also wie schätzen Sie die Situation junger Menschen in Ostdeutschland ein? Ganz kurz und knapp. Also ich schätze die Situation junger Menschen als nach wie vor etwas schwierig ein. Das hängt also auch von dem Umfeld ab. Und deshalb wünsche ich mir für junge Menschen also mehr Perspektiven, sowohl was also Ausbildungs- oder Arbeitsplatz angeht, aber insbesondere also auch was die Mobilität angeht.